Und willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 7 Biohazard. So, wie versprochen, machen wir genau hier weiter. Wir haben jetzt den Hebel hier gehebelt. Und jetzt ist hier so eine kleine Luke aufgegangen. Da gehen wir jetzt, schauen wir jetzt mal rein. Da geht es natürlich in den Keller runter, das weiß ich schon noch. Aber... Oh, ich weiß nicht, ob ich da runtergehe. Nein! Nein, nein, nein! Nicht runtergehen! Nicht darunter gehen. Boah, Alter. Da geht er einfach runter, wenn er da drauf zugeht. Ich habe gedacht, ich muss es irgendwie bestätigen vorher, da ich da runter gehen will. So, wir gehen jetzt da aber noch nicht runter, weil ich will erstmal nach oben schauen. Zu der Treppe hoch, ob es da irgendwie weitergeht. Boah. Was ist denn das die ganze Zeit? Hier muss doch irgendwo einer rumkrauchen, rumkriechen. Der gibt ja nicht. So, gehen wir mal hier hoch. Okay, ist auch ein bisschen anders. Hier waren damals Puppen. Puppen. So, und das ist der Knopf für die Treppe. Da geht er natürlich nicht. Weil ich die Sicherung eigentlich drin habe. Dann würde er nämlich hier eine Treppe runterkommen. Ah, hier ist ein Band. Verfallenes Haus, alles klar. So, dann würde ich sagen, was ist das hier? Ah, Speicherpunkt, alles klar. Früher waren es ja Schreibmaschinen. Jetzt sind es wahrscheinlich so Tonbänder. Oh, alles klar, dann speichern wir mal sofort. Möchtest du das Spiel speichern? Ja, klar. So, haben wir schon mal abgespeichert. Okay, dann würde ich sagen, zurück ins Wohnzimmer. Und dann schauen wir uns mal das Band an. So, X. Legen wir das Band rein, schauen wir uns das mal an. Guten alten VHS-Kassetten. Du! Wo hast du diesen Typen her? Mach mal halblang, Piet. Hey! Ich arbeite nur mit Profis. Apropos. Pass auf, dass der Ton in Ordnung ist. Nicht wieder so wie in Amarillo. Das ist 2 Jahre her, verdammt. Keine Nachvertonung. Der neue Typ? Okay. Schon wieder? Sei nur nicht überrascht, wenn wir auswechseln müssen. Ist jetzt praktisch das von der Demo. Neuer Plan. Wir machen zuerst einen Rundgang im Inneren. Danach filmen wir das Intro. Genau wie immer also. Nur sag diesmal den Namen der Sendung, okay? Kein Problem. Heute bei Surgators. Ein weiteres wertloses Drecksloch. Zufrieden? Ist hier draußen noch irgendwas? Warte mal. Nö. Glaub nicht. Laufen wir? Okay, los geht's. Mach mal Platz da. Verschlossen. Nach dir. Warum sind wir diesmal in der Hölle? Probst du auch mal? Was proben? Mieses Haus, gruselige Geräusche. Spukt es hier? Leck mich. Echt geil gemacht, finde ich. Chefmoderator. Vertretung, Piet, nicht. Dass man so ein Video anschaut und dann da in dem Video sich selber. Dass man sich da bewegen kann und alles, dass man wirklich live praktisch in dem Video wirklich mit dabei ist. Verlassenes Farmhaus, vermisste Familie, Verbrechen vermutet. Das Übliche. Wie lange soll der Ort hier schon verlassen sein? 3 Jahre. Was ist denn das immer für Türen? Also. Clancy, mach davon muss,
irgendjemand aufmachen. Also, ein Hinterwäldler und seine Familie werden vermisst. Immer noch das gleiche drin. Jack und Marguerite Baker. Schauen wir mal hier drin, ob der Rabe da drin ist. Nee, okay, ist nicht drin. Über den Sohn Lucas. Offenbar ein schwarzes Schaf. Na, das ist genauso eklig. Ach, Mist. Okay, liegt alles so drin wie vorher. Meine guten Schuhe angezogen. Oh, Scheiße. Gut, dass ich geimpft bin. Obwohl, das wäre ein toller Hintergrund. Boah. André, boah. Was machst du? Der war das. André? Warte mal, was ist denn hier? André! André! Geist von Bayou gesichtet. Weißt du, wo André hin ist? Ja. Wo ist der? Echt unglaublich! Das letzte Mal, dass ich mit dem Typ arbeite. Okay, das ist ein bisschen anders. Ich meine, Produzenten kommen und gehen, aber ein Kameramann wie du, Clancy? Boah, Alter. Okay, die Tür ist auch zu, immer noch, zugenagelt. Hier, kann man hier was machen? Nee. Boah, geh du mal rein, ich geh da nicht rein. Hast du es gehört? Geh mal rein. Boah. André! The fuck. Wo zum Teufel ist der? Kann man schon denken, wo der ist. André, wo bist du, Mann? Boah, mein Gott, ist das krass. Was zur Hölle? Ja, genau. Ich will da gar nicht rein, Leute. Soll das ein verdammter Witz sein? Aber egal, geh mal rein. Okay, neuer Plan. Wir finden André, ja. Gehen. Ich meine, scheiß auf die Sendung. Ich weiß ja eigentlich, was jetzt da ist, was jetzt hier gleich kommt. Wenn es denn so kommt wie in der Demo. Und wenn es so kommt wie in der Demo, da unten steht er schon. Da unten sterben wir nämlich in der Demo. Ich will da gar nicht runtergehen, aber weißt du was? Scheiß drauf, wir gehen jetzt hier einfach runter. Und schauen jetzt, was da unten passiert. Auch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Boah, Alter. Was siehst du? Gerade steht hier eigentlich hin. Egal. Wie aus einem Horrorfilm, wo die Kinder in der Ecke stehen. Oh mein Gott. Komm du doch mal runter hier. Scheiße. Okay, gehen wir jetzt einfach hin, egal. Okay. Oh mein Gott, da ist er schon. Der Alte. Genau, wir sind gestorben. Ich hab's doch gewusst. Okay. Überlegen. Hier war offen. Das heißt eigentlich, wir können... kommen ja da oben eh nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier runter. Leute, wir müssen jetzt da runter. Weil oben geht's ja nicht weiter. Ich werde jetzt aber trotzdem, ich gehe jetzt aber nochmal hoch und speicher. Weil ich bin so ein kleiner Speicher-Junkie. Ich speichere lieber jedes Ding nochmal ab. Bevor ich nochmal alles machen muss. Oh, ey, ich habe immer das... Denkst du immer, irgendwo in einem anderen Raum steht irgendjemand? Du musst echt noch immer wieder mal reingucken, ob da irgendjemand war oder steht oder keine Ahnung. Was ist das hier? Ein Lichtschalter, eine Steckdose, irgendwie so ein Schmarrn da. Okay, wir speichern jetzt auf jeden Fall nochmal. Und überspeichern diesen Spielstand. Wir haben ja eigentlich nur das mit der Kassette gemacht. So, alles klar. Dann würde ich sagen, auf in den Keller.
Achso, okay, gehen wir nochmal runter. So, Pierce ist auf jeden Fall blind. Wenn es jetzt unten weitergeht, ist es auf jeden Fall dann blind. Okay. Ich werde da wahrscheinlich gar nicht mehr hochkommen. Alles klar. Damn. Okay. Tauchen können wir nicht. Oh nee, was ist das? Ich will mich gar nicht umsehen. Was ist das für ein komisches Geplupper? Boah, meine Fresse. Mein Gott. Ist es der Typ oder was? Dave, glaube ich, hieß, oder? Dave. Boah. Okay. Was ist das hier? So vermisste Person oder sowas? Boah, hier noch mehr. Ist das vielleicht, was die Family hier umgebracht hat? Oder was die gekidnappt haben oder sowas. Okay. Ich. Boah, gib mir eine Schreibmaschine sofort. Ich will speichern. Okay, was ist das hier? Kiste. Boah, was ist das? Ich will mich nicht umdrehen. Oh. Boah, ist das krass. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Meine Nerven sind nicht mehr ganz so. Wo ich noch jünger war, da war mir das scheißegal eigentlich. Ja, mittlerweile fieber ich da so extrem mit immer. Okay, hier ist eine Zellentür. Ist es vielleicht die Zellentür? Wir haben doch vorher in einer anderen Folge, wenn ihr die verfolgt habt, da war auf jeden Fall so ein Foto mit einer Zellentür. Und da liegt jemand. Okay. Ich schaue jetzt aber erstmal hier, was ist hier noch? Ben dead, Harold dead. Returns. Turned, also abgehauen anscheinend, oder? Okay, ist anscheinend so ein. Okay, da ist der Bolzenschneider. Mit dem können wir schon mal die Ketten wegknacken. Boah, ich will da gar nicht weitergehen. Ich gehe jetzt erstmal da hinten zu der Tussi hin. Hier! Mal auf hier! Knack! Okay. Ja, Kette schon mal weg. Geh mal rein da. Boah, ey, das ist doch bestimmt irgend so eine Wahnsinnige oder sowas, oder? Oh mein Gott, die ist bestimmt tot, oder? Mia, Gott sei Dank habe ich dich gefunden. Ich bin's, Ethan. Ethan? Ethan? Ist du in Ordnung? Du solltest nicht hier sein. Was meinst du? Du hast mich kontaktiert. Nein, nein, habe ich nicht. Hab ich? Hat dich jemand gesehen? Hat er dich gesehen? Ja, wer ist noch hier? Was geht hier vor sich? Daddy kommt. Wir müssen Daddy. Gehen. Daddy? Wir müssen gehen, jetzt! Okay, stopp. Oh, so. Ist schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich suche meine Frau, sozusagen, und nimm keine Waffe mit, nimm überhaupt nichts mit.
Wohin führst du mich? Zu einem Sicherheit. Ja, dann geh. Wirst du mir erzählen, was geh, hier los ist? Geh, geh. Süße, du warst 3 Jahre weg. 3 Jahre? Wirklich schon 3 Jahre? Ich glaube, dass die auch schon ein bisschen verrückt ist. Alter. Was ist hier los? Was ist hier? Schöne Aussicht. Was ist das hier? Was haben Sie dir getan? Nicht jetzt. Wir müssen erst hier. Hier unten bin ich, nicht hier oben. Ich glaube, es ist hier lang. Lecker. Warte mal gucken, ob es noch irgendwas gibt oder so. Ja, wir müssen reden, die Nachricht, die du mir geschickt hast. Nicht ich. Das war nicht ich. Aber das hast du. Hab ich nicht. Okay, gut. Erzähl mir nur, was hier los ist. Ich sag dir alles, was ich weiß. Wir müssen hier entlang. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Ich glaube, dass die ein bisschen durchgeknallt ist. Weißt du wirklich, wo du hingehst? Die Familie hat mir da Essen durchgereicht. Ich erinnere mich. Okay. Boah, du hast immer ein Gefühl, dass jemand hinter dir steht. Dort ist es. Mach auf die Huddel hier. Hier ist es. Mach auf. Ich kenne diesen Raum. Es gibt noch eine Tür hier. Ich bin mir sicher. Sie ist nicht da. Sie ist weg. Halt das Maul. Mensch. Wir werden eine Familie sein. Jetzt, wo schrei doch nicht so, Mensch. Noch eine Tür hier, ich bin mir sicher. So, was ist das hier? E001. Was ist das, die Oma oder was? E001. Auf jeden Fall mal merken, könnte vielleicht ein Code sein oder sowas. So. Okay, wie es dann hier aber weitergeht, bleibt dran, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Wir haben jetzt schon unsere Frau gefunden. Ob wir hier mit der lebend rauskommen? Ich glaube es nicht. So, wenn es euch gefallen hat, würde man jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt dran, ist sehr spannend. Ciao, euer